I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Sturz. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Ja. Mist. Okay. Ich wette, Nadines Leute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Oh oh. Hast du Ersatzbatterien? Ja, ja. Aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frag nicht. Besser so. Wow, wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Ah. Spuren. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Geh einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Ich bin
bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Und entspannen. Puh. Elena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter Ihnen eingestürzt. Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Verdammt! Da kommen wir nicht durch. Bisschen länger. Mist. Na los. Verdammt. Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Ja, gute Idee. Komm schon. Komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich hab noch Streichholz. Wirklich? Na klar. Ja. Na bitte. Ah. Au. Sorry. Moment. Oh, mein Kopf. Au. Hallo? Hier drüben. Mein Kopf. Wo denn? Hier drüben. Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Romantische Beleuchtung, was? Schon komisch, was du romantisch nennst. Allerdings. Hilfst du mir hoch? Na komm. Okay, los geht's. Okay, und jetzt du. Vorsicht, Kopf. Ja. Hm.
Links oder rechts? Hier geht's nicht lang. Vorsicht! Wow! Was zum Henker ist das? Das ist unheimlich. Die Hände, die mich bestahlen. Wow, an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Raus hier. Sackgasse. Sieh mal, Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Ja, dann weiter. Ist das etwa eine Mumie? Wow. Ja, ich glaube schon. Was war das? Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Verdammt! Gott, verdammt! Bist du okay? So weit, so gut. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Ja. Komm mal. Bist du okay? Wow. Ja. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Nein. Etwas rutschig. Verdammt. Menschliche Mobiles. Oh Mist, noch mehr Mumien. Nicht explodieren, okay? Boah.
Das kann nicht gut für die Lunge sein. Hey, bist du okay? Gut. Ich hätte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich? Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Nur war diese Mumifizierung nicht, naja, freiwillig. Wie ich hab dich gesehen. Das Ding da unten gefällt mir nicht. Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Oh, bin ich immer. Hey, soll das eine Anspielung sein? Nein, komm bitte runter. Komm du doch runter. Wohl nicht richtig aufgepasst. Na, hier ist keine Spur von Sam. Wir finden ihn. Verdammt! Elena, runter! Komm schon, Bruce!
Misthund. Mir Averys explodierende Mumien doch fast sympathisch. Holen wir uns diese Fackeln. Gute Idee. Die mich verleumdeten. Seinen Weihnachtsbaum möchte ich lieber nicht sehen. Ich sehe keine Fußspuren. Wir sind wohl auf einem anderen Weg als Sie. Okay, dann holen wir Sie mal ein. Hier hat es einen Kampf gegeben. Ja, Two's Männer gegen Averys. Hallo, was war? Verzeihung. Hallo. Irgendein Schlüssel. Okay. Was ist mit dem Zettel? Oh, klar. Nein, Lasa. Er stammt von Two an seine Leute. Leutnant Barton, Avery bereitet in diesem Moment seine Flucht vor. Wenn mit wir zulassen, dass er raus. Sehr gut. Diese Ufer verlässt, wird er sicherlich verschwinden. Gemeinsam mit unserem Schatz. Dieser Generalschlüssel öffnet die Tore in den Tiefen seiner Tunnel. Aber seid achtsam, Leutnant. Er wird zweifelsohne erwarten, dass wir ihn verfolgen. Während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen, werde ich ein kleines Kommando durch das Tal führen, um ihm den Fluchtweg abzuschneiden. Falls Gott uns einen Sieg gewährt, werden wir morgen bei Sonnenaufgang wieder Piraten sein.
Wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln mit dem Schatz in unserem Besitz, dem Wind in unseren Segeln und die Freiheit zu leben, wie es uns beliebt. Viel Glück, Captain Thomas Tew. Hier hinten sind Symbole drauf. Dann suchen wir mal das Schlüsselloch. Ach, Mann. Hallo. Explodierst du jetzt? Hä? Nein? Und du da? Vertrauen war für den Kerl echt ein Fremdwort. Wow. Yeah.